Wir bleiben jetzt noch bei Saiteninstrumenten und schauen auf ein Instrument, das zur Familie der Lauten gehört. Überall auf der Welt sehen die ein bisschen anders aus, haben unterschiedliche Namen und klingen auch immer ein wenig anders. Aus dem anatolischen Raum zum Beispiel kommt die Balama. Mittlerweile gibt es in vielen Städten auch die Möglichkeit, dieses Instrument bei uns zu lernen. Öksan Salman aus Nidda ist mit der Balama groß geworden und Christiane Hillebrand hat ihn für H2 Kultur getroffen. Özkan Salman hat zwei Instrumente mitgebracht. Eine Kurzhals- und eine Langhalslaute. Beide Instrumente wurden in der Türkei gebaut. Und er greift zunächst nach dem Instrument mit dem kürzeren Hals. Also ich habe hier so eine Tasche, das ist in so einer Tasche gesteckt, wie bei einer Gitarre auch. Es heißt im Volksmund Saz. Saz heißt generell Instrument. Und Balama ist eigentlich das fachspezifische Begriff für die anatolische Gitarre sozusagen. Man kann es auch als Gitarre bezeichnen für die anatolische, also es ist die anatolische Version. Die Balama ist aus Holz gefertigt. Korpus und Hals immer aus zwei verschiedenen Holzarten, so erklärt Özkan Salman. Der Hals wird dann mit einem speziellen Kleber am Korpus befestigt. Die Saiten sind aus feinem Edelstahl, verteilt auf drei Töne. Zweimal C, zweimal A ist und dreimal F. Sieben Saiten also. Genau, sieben ist es auch. Und unten hat man die Besonderheit, jetzt stelle ich fest, dass es verstimmt wurde. Jetzt ist ganz, also das sind die feinen Saiten. Und das untere, das hat nochmal eine Bassseite. Das ist halt nochmal aus Seite sozusagen überdeckt, ja. Geboren wurde Özkan Salman in Laubach. Dort ist er auch zur Schule gegangen. Heute lebt er mit seiner Familie in Nidda. Familie und Beruf lassen ihm aktuell wenig Zeit zum Balama spielen. Aber er nutzt jede freie Minute. Und sein großer Wunsch ist es, das Instrument, das in der anatolischen Kultur verankert ist, hier bei uns bekannter zu machen. Er selbst hat bei seinem Onkel gelernt, Balama zu spielen, in einem Volkshaus in Aschaffenburg. Mit meinem Onkel, die in Nidda leben, konnte ich dann auch dorthin zum Kurs einmal die Woche. Das war dann halt immer sonntags. Ich bin sonntags zur Kirche, ich bin sonntags zum Balama-Unterricht, also zum Saskurs gegangen, genau. Später hat er dann im multikulturellen Orchester von Georgi Kalaidjew in Gießen gespielt. Dort allerdings hat er meist die Langhalslaute verwendet, die ähnlich aufgebaut ist. Sie hat aber den Vorteil, dass man durch den längeren Hals mehr Töne spielen und transponieren kann. Dadurch ist das Instrument sehr flexibel, erklärt Özkan Salman. Rumänische und ungarische Volksmusik, kurdische oder auch arabische Lieder, alles ist möglich. Anatolien ist ja auch gerade ein Gebiet, das diese Kulturen sozusagen verbunden hat oder auch die Völker, die haben ja auch damals, bevor es Grenzen gab, auch zusammen gelebt. Wir haben die gleichen Lieder, wie sie in Thessaloniki zum Beispiel in Griechenland gespielt und gesungen oder auch getanzt wird. Und wir haben auch die gleichen Lieder, die die kurdischen Freunde oder aus Kaukasus, die Aserbaidschaner, spielen, in der gleichen Melodie und Tönen, nur halt in etwas anders ausgesprochen. Und wie sieht es aus mit deutscher Volksmusik? Also ich habe tatsächlich beim Tag der Deutschen Einheit die Deutschlandhymne mitgespielt, hauptsächlich Akkorde, aber auch Melodien gespielt, natürlich. Das war für mich eine Premiere, das erste Mal, ja, und ich habe auch versucht, türkische Texte in Deutsch besetzt zu singen und zu spielen. Zum Beispiel auch dieses Dona Dona, sehr bekanntes jüdische Lied, habe ich auch mit der Melodie gespielt, war kein Problem. Ein vielseitiges Instrument also, die Balama. In Anatolien ist sie auch ein religiöses Instrument, weil auch Gebete darauf gesungen werden. Und es ist ein Instrument, das der Seele gut tut, wie Musik überhaupt. Und deshalb wünscht sich Özkan Salman, dass bald wieder mehr gemeinschaftlich musiziert werden kann. Die Menschen isolieren sich ja zum Teil sehr und haben Schwierigkeiten, sich halt auch seelisch aufzubauen. Deswegen ist halt Musik für uns ein seelisches Darbeten, außer dass es jetzt natürlich auch Kunst ist, aber halt kulturell gesehen auch einen seelischen Aspekt hat, um sich wohlzufühlen und in einer Gemeinschaft ist und
das ist ja auch, was einen Menschen ausmacht, letztendlich. Dostum, 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 dostum